Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Technikserie. Ich bin Thorsten Eil und die heutige Ausgabe meiner Technikserie beschäftigt sich mit der Frage, welche Vorteile bringt dir das langsame Üben? Langsames Üben ist ein Konzept, das von Klavierlehrern immer wieder gepredigt wird und das von Klavierschülern immer wieder gerne ignoriert wird. Und deshalb habe ich beschlossen, ein Video dazu zu machen, weil dieses Thema wirklich sehr, sehr wichtig ist und weil das langsame Üben wirklich ganz, ganz große Vorteile bringt. Wenn ich einen Schüler frage, mach mir mal vor, wie du dieses Stück übst, in welchem Tempo übst du dieses Stück denn, wie sieht das denn aus, wenn du langsam übst, dann passiert häufig Folgendes. Wenn er vorher dieses Stück im Originaltempo, etwa in diesem Tempo gespielt hat, dann kommt auf die Frage hin, wie übst du das denn langsam, in etwa sowas. Also das heißt, ein Tempo, das so minimal unter dem ursprünglichen Tempo liegt. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache, langsam zu üben. Langsames Üben heißt, das Tempo mindestens auf das halbe Tempo zu reduzieren, wenn nicht sogar auf das Vierteltempo. Jetzt sagen einige vielleicht, naja, ich weiß ja noch gar nicht, wie ich das Stück in welchem Tempo nachher spielen will. Okay. Wenn du dir ein Stück also komplett neu erarbeitest und du hast dieses Stück noch nie vorher gesehen und über diesem Stück steht zum Beispiel als Tempo oder Charakterangabe Allegro, dann nimmst du dir dein Metronom, da steht in der Mitte stehen Tempoangaben, also Allegro steht hier auf meinem Metronom, ist zwischen 120 und 168. Ich nehme also den kleineren Wert, 120, teile den durch 2, also halbes Tempo, dann bin ich bei 60. Das heißt, ich würde die Viertelnoten als 60 spielen, wenn ich das Stück noch nie gespielt habe. Das könnte zum Beispiel sowas sein. Wenn dir das zum ersten Spielen zu schnell ist, dann nimmst du Vierteltempo, also das heißt den gleichen Puls, 60 Schläge pro Minute, aber jetzt sind das nicht die Viertel, sondern die Achtel. Das Metronom, wenn du ein Stück erstmalig erarbeitest, nicht unbedingt die ganze Zeit mitlaufen lassen. Aber um überhaupt mal eine Vorstellung zu bekommen, in welchem Tempo spiele ich das Ganze denn, ist es natürlich sehr sinnvoll, zunächst mal auszuprobieren, was heißt das denn für dieses Stück. Also, langsames Üben heißt auf jeden Fall das Tempo halbieren, halbes Tempo, wenn nicht sogar Vierteltempo. Warum wird diese Möglichkeit immer wieder von Schülern ignoriert? Ganz einfach, im Grunde gibt es zwei Gründe, warum Schüler dieses Konzept gerne ignorieren. Der erste Grund besteht darin, dass Schüler immer denken, langsames Üben ist ein Konzept für Doofe. Schüler glauben immer, dass dieses langsame Üben nur etwas ist, das die Lehrer ihnen erzählen, damit der Schüler zu Hause irgendwas zu tun hat oder keine Ahnung. Auf jeden Fall glauben Schüler gerne, dass die Profis oder die Leute, die Klavier spielen können, nicht mehr langsam üben. Und genau das ist der riesengroße Irrtum. Jeder, der sehr, sehr gut Klavier spielt, jeder, der wirklich schön Klavier spielt, wird dir bestätigen, dass das langsame Üben ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor ist und dass gerade die Leute, die sowieso schon sehr schön Klavier spielen können, das sind immer die Leute, die die Geduld haben, langsam zu üben. Das ist der erste große Fehler, den Schüler immer wieder machen. Also langsames Üben ist kein Konzept für Doofe, sondern ich und alle Leute, die wirklich gut Klavier spielen können und auch
Leute, die viel, viel besser Klavier spielen als ich. Wir alle sind uns darin einig, dass langsames Üben wirklich am meisten Erfolg bringt. Das Zweite, warum Schüler gerne dieses Konzept des langsamen Übens ignorieren, besteht darin, dass Schüler, wenn sie ein Stück langsam spielen, plötzlich in so eine Art Stumpfsinnigkeitsmodus verfallen. Also das heißt, plötzlich fangen Schüler an, dieses Stück völlig sinnentleert, rein mechanisch runterzurattern, was natürlich nicht Sinn des langsamen Übens ist. Ich vergleiche das gerne mit Google Maps. Google Maps kennt, glaube ich, heutzutage jeder. Und bei Google Maps hast du eine Zoom-Funktion. Und diese Zoom-Funktion, das kannst du dir vorstellen, wie das Tempo in der Musik. Wenn du das Tempo verlangsamst, dann zoomst du quasi sehr nah heran. Das führt dazu, dass du sehr viele Details erkennen kannst, aber unter Umständen geht dir der größere Überblick verloren. Wenn du das Tempo erhöhst, dann zoomst du aus dem Bild raus. Das bedeutet, du hast zwar den größeren Überblick, aber dafür gehen dir die Details verloren. Und genau das ist der Grund, warum langsames Spielen so interessant und so erfreulich sein kann, weil du beim langsamen Spielen tatsächlich die Zeit hast, auf alle Details zu achten. Also das heißt, speziell dann, wenn du langsam spielst, solltest du darauf achten, dass wirklich alle Details, die du später im schnellen Tempo zeigen möchtest, auch in diesem langsamen Tempo schon da sind und dass du diese Details gegebenenfalls sogar übertreibst im langsamen Tempo. Und dann ist natürlich auch dieses langsame Spielen sehr erfreulich und sehr interessant, weil du plötzlich hier Musik produzierst. Und das ist wirklich der größte Fehler, den man beim langsamen Spielen machen kann, dass man plötzlich anfängt, das Ganze völlig sinnentleert mechanisch runterzurattern. Ja, nehmen wir zum Beispiel mal diesen wunderschönen Walzer von Chopin. Den werden die meisten kennen. Wenn das mein Originaltempo ist, jetzt probieren wir mal aus, welches Tempo das ist. Ich hatte es vorhin schon mal ausprobiert, das liegt irgendwo bei 96, ja, fast ein bisschen schnell. Dann wäre also das halbe Tempo 48. Ha, Mathematikgenie, die Hälfte von 96 ist 48. So, das wäre also unser halbes Tempo. Und speziell bei einem so anspruchsvollen Stück wie diesem Chopin-Walzer ist es natürlich unglaublich interessant, im langsamen Tempo auf alle Details zu achten. Also was meine ich mit alle Details? Alle Details sind hier zum Beispiel, kann ich die Melodie genau verfolgen? Wir haben in der rechten Hand Akkorde und speziell bei dieser Sekunde wäre es natürlich schön, wenn ich den Melodieton, also den oberen Ton, deutlicher höre als den unteren Ton. Ja, also das sind solche Details, auf die ich beim langsamen Spielen natürlich viel, viel deutlicher achten kann. Hört man die Melodie deutlich? Dann das nächste ist, dass ich mir genau anhöre, welche Harmonien habe ich denn. Ich kann mir genauer anhören, wie ist denn die Phrasierung? Mache ich tatsächlich das, was ich von der Phrasierung her gerne haben möchte? Oder ist das so ein bisschen, geht das irgendwo unter?
Und speziell bei diesem Stück ist natürlich auch ein ganz großes Thema der Pedalgebrauch. Wie verwende ich das Pedal? Wo verwende ich Pedal? Wo verwende ich kein Pedal? Und dann ist es wirklich sehr interessant, dieses Stück langsam zu spielen und genau hinzuhören. Höre ich die Melodie? Ja. Hoppla. Ja, also, dass du wirklich auf jedes Detail achtest und zum Beispiel speziell an dieser Stelle. Dass ich zum Beispiel darauf achte, hier das Pedal zu geben, jetzt die rechte Hand, dann eine kleine Lücke im Pedal zu lassen, in die ich diesen Vorschlag reinsetzen kann, damit ich den Vorschlag im neuen Pedal nicht mehr drin habe. Wieder Pedal und Pedal. Ja, also, dass ich wirklich ganz genau hinhöre, welche Details will ich im Pedal haben, welche will ich nicht im Pedal haben. Auf solche Dinge kann ich im schnellen Tempo anfänglich nicht achten. Ja, oder glaubst du wirklich, dass ich mich hinsetze und sowas... in dem Tempo vom Platz spiele? Natürlich nicht. Ja, also es wäre schön, wenn, aber das ist leider nicht die Realität. Und von daher ist es ein ganz, ganz hilfreiches Konzept, hier wirklich speziell beim Langsamspielen darauf zu achten, dass du alles, was musikalisch bei dem Stück möglich ist und alles, was du musikalisch ausdrücken willst, auch im langsamen Tempo oder speziell schon im langsamen Tempo vorhanden ist. Okay. Das war's zum Thema Langsamspielen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über Daumen hoch und wenn du das Video mit deinen Freunden teilst. Ansonsten, wenn du Fragen hast, dann schreib mir gerne einen Kommentar oder eine E-Mail. Und wenn du gerne Unterricht bei mir nehmen möchtest, zum Beispiel hier bei mir in Heroldsberg oder über Skype, dann ist das natürlich auch möglich. Dann nimm einfach über die Homepage oder per E-Mail Kontakt mit mir auf. E-Mail-Adresse ist te@torsteneil.de. Ansonsten wünsche ich dir weiterhin viel Freude beim Musizieren und bis zum nächsten Mal.